Nächstes Ziel, begib dich zur Pokémon-Liga. Ja, dann mal viel Erfolg. Viel Erfolg. Erstmal was Kleines nachholen. Orisa aus der Höhle bringen. Was auch immer. was auch immer. Ich habe keine Ahnung, was Orisa ist und aus welche Höhle du meinst. Will ich aber auch gar nicht wissen. Dann mach die Pokémon-Liga mal platt, Nina. Medizin auf Level 13. Bin ich hier? Sind wir hier richtig? Ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Aber doch, hier müsste es irgendwie nach oben gehen, oder nicht? Aber bevor wir uns da mal umsehen, gucken wir erstmal, wo es denn hier unten lang geht. Okay, gar nicht. Okay, wir kommen ja gar nicht weiter. Hm. Genau, hier ging es nach Elysis. Nach Elysis. Warum sind manche Städte blau und manche rot? Was heißt das? Heißen die roten Städte, dass es da immer eine Arena gibt und die blauen heißt, da gibt es keine Arena? Oder was? Gar keine Lust auf Siegesstraße. Ich versuche jetzt erstmal noch Vesprit zu fangen. Hab da schon graue Haare. Bleibt das so schlecht im Pokéball, das Vesprit? Siegesstraße ist ein Spaziergang, sagt der Marcel. Ah. Ne, die immer ätzend. Hast du dafür nicht den Meisterball? Oder möchtest du den Meisterball nicht benutzen? Was machst du heute noch so, Marvin? Weiß ich noch nicht. Ja, aber in diesem Game fand ich die echt nicht schlimm. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Warum fragst du, Lisa? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. So. Dann gehen wir mal hier oben lang, ne? Das müsste ja jetzt theoretisch und auch praktisch der Weg genau nach oben sein, zum See der Stärke. Okay. Boah, ist das neblig hier. Da brauchen wir doch unser Staraptor, das mal ganz schnell ein bisschen rumwedelt, um Auflockern einzusetzen. Um den Nebel... Boah, oh Gott. Um den Nebel zu verschwinden zu lassen. Setz Auflockern ein! Bleibt einfach nicht am gleichen... Ach so. Und wenn... fast da bist, ist es wieder weg. Ah, okay. Also fast so ähnlich wie bei... Wie hießen die beiden nochmal in der dritten Gen? Oh Gott. Diese Vögel. Latias und Latios. Fast so ähnlich wie die, ne? Die sind ja auch immer gewandert. Die sind auch nie am gleichen Ort geblieben. Okay, das ist echt ätzend. Das verstehe ich. Joso weiß auch nicht, was wir machen sollen. Okay. Ja, ich schau noch. Muss gleich noch lernen. Sind ja nur 60 Fragen. Ah... Wenn du 60 Fragen pro Tag machst, dann bist du nur eine halbe Stunde durch mit, oder? Das dauert doch nicht lang. Oh, was ist denn das für ein Scheiß jetzt hier? Warte mal, wo... Wollen wir mal Etage für Etage ablaufen und mal gucken, was es hier so gibt? Kannst du übrigens auf der Karte mit Plus und 3x R sehen? Was? Plus und 3x R? Welche Honigbäume von Pokémon besetzt sind? Mit Plus und 3x R. Ah! Bäume und Beeren. Die hier. Das ist das, ne? Der Baum, der da glitzert, meinst du den? Und warum? Warum ist kein einziger mit Pokémon besetzt? Warum? Wir haben so viele Bäume mit Honig beschmiert. Warum ist kein einziger Baum von einem Pokémon befallen? Warum nicht? Okay. Das ist ja traurig. Wollen wir einmal kurz gucken, was es hier gibt, wenn wir hier surfen?
Kommt drauf an. Warum kommt das drauf an, Lisa? Meinst du, wie lange du überlegen musst für die Fragen, oder was? Dann dauert es mal länger und mal nicht so lang. Bei mir sind super viele da. Warum bei mir nicht? Habe ich die Bäume falsch beschmiert? Also, das zeigen uns Beeren an. Das zeigt uns... Was zeigt uns das an? Ja, wir haben übrigens das Buchen gestern vergessen. Ja, stimmt. Kein einziger Baum. Warum? Das ist ja traurig. Ich bin einfach nicht gut im Beschmieren anscheinend. Vielleicht habe ich das einfach nicht richtig gemacht. Ein Klumpen Lichtlehm. Ein Klumpen Lichtlehm. Was ist denn ein Klumpen Lichtlehm? Ein Item zum Tragen. Verlängert die Dauer von Lichtschild und Reflektor. Ja, moin. Alles klar. So von unnütz. Setzt sich sowieso nie ein, diese Attacken. Hast du denn welche beschmiert? Ja, immer. Sobald ein Honigbaum da war, habe ich ihn immer angesprochen. Und wenn wir ein Glas Honig hatten, habe ich ihn auch immer beschmiert. Immer. Alle. Richtig viele. Richtig viele. Wirklich. Ganz, ganz im Ernst. Hier surfen, da kommt ein wildes Pokémon, das ist ein Zubat. Hätte jetzt eher an Wasser-Pokémon gedacht, aber okay. Oh, noch ein Pokéball. Ein Top-Elixier, perfekt. Okay, dann können wir uns gleich auf jeden Fall merken, dass wir da keinen Zertrümmerer einsetzen brauchen. Okay, dann ist das doch schon schneller abgegrast, als ich eigentlich dachte. Vielleicht, weil du so lange nicht gespielt hast. Zählt die Zeit denn weiter, wenn man nicht spielt? Meinst du, da waren in dem Zeitraum, wo ich jetzt nicht gespielt habe, waren Bäume schon mit Pokémon besetzt und weil ich aber so lange nicht gespielt habe, dass sie dann schon wieder weg waren oder so? Oder wie meinst du das? Oh, ein Pipi. Wir haben, glaube ich, noch keinen Pipi, ne? Haben wir schon Pipi? Wir haben noch keinen Pipi. Yay! So. Wir vergeben keine Spitznamen. Nein. Da unten waren wir auch schon. Da unten waren wir doch nicht, okay. Wir schnappen uns doch den Pokéball hier unten. Ja, man kann die Zeit auch nicht spulen, dann werden die Bäume auch gesperrt. Okay. Dann wird es vermutlich daran gelegen haben, ja. Okay, krass. Ein Säckchen Pudersand, nice. Man muss wirklich diese 6 Stunden nach Beschmieren warten. Da nützt es auch nichts, die Zeit und sowas vorzuspulen. Okay. Ich verstehe. Dann kann es echt daran gelegen haben, dass ich so lange leider nicht mehr gespielt habe. Dass die dann in der Zwischenzeit schon da waren, die Pokémon, an den Bäumen. Aber halt so lange ich pausiert habe, dass die jetzt schon wieder weg sind oder so. Das heißt, ich müsste die jetzt alle erstmal wieder mit Honig beschmieren, bis ich dann die Chance auf ein weiteres Pokémon hab, ne? Ja, okay. Das kann sein. Gab es jetzt hier noch irgendwas? Oder laufen wir den Weg jetzt gerade umsonst? Nein, hier gab es noch was. Perfekt. Oh, und Top-Genesung. Nice. Ah! Ich hatte eigentlich irgendwie so ein bisschen das Ziel oder die Hoffnung, dass wir
die zwei Arenen in diesem Stream hier heute schaffen, aber ich habe schon wieder so lange gebraucht für alles, dass ich... Ist zwischen der 7. und der 8. Arena noch viel Luft? Muss man dazwischen noch viel machen? Oder geht das relativ flott? Weil ich hätte schon irgendwie... Ich will schon irgendwie die beiden Arenen in dem Stream heute noch machen, dass wir dann im nächsten Stream direkt vor der Top 4 sind und dann auch die Story schon fast Ende haben. Aber die Eiseninsel hat halt gerade vorhin am Anfang des Streams ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen. Ich glaube eine Stunde alleine für die Eiseninsel. Was ja eigentlich so nicht vorgesehen war. Aber egal. Ich muss schon wieder pinkeln. Ich raste aus. Ich trinke wieder Kaffee. Oh, Fläschchen Kapi Plus. Dauert noch. Okay, wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen. Wir schauen einfach mal. Kalt. Schnee. Kalt. Schnee kalt. Es tut mir unfassbar leid. Ich muss mal eben schnell pinkeln. Dauert nicht lange. Bis gleich. Was hat es mit der Eiseninsel auf sich? Eiseninsel kannst du trainieren und findest ein paar Dinge. Ja, genau. Ja, die Insel, die war wirklich einfach nur... Gibt's ein paar... Wieso der Ewigwald? Wieso der Ewigwald nur halt in Höhlenform eigentlich so? Nur, dass du halt auch nicht dadurch musst, um von einem Ort zum anderen zu kommen, sondern... Der ist einfach irgendwie da, so die Insel. Aber irgendwie, keine Ahnung... Kann man mal durchlaufen, gibt noch ein paar Kämpfe, so ein bisschen Story irgendwie so gefühlt, aber ja. Ein wärmes Outfit dabei? Nee, ich habe glaube ich gar kein anderes Outfit dabei, oder? Kann man? Ah, Moment! Moment. Das fällt mir jetzt gerade ein. Moment, ich hab doch. Ich hab's aber nicht als Favorit gespeichert, Marvin. Das war wieder... Formidable von dir. Ah, Moment. Moment. Ich will mal was ausprobieren. Der Arme holt sich noch den Tod. Ja, ich habe aber kein anderes Outfit dabei, glaube ich. Verbindung übers Internet aktiviert. So. E. 1. 0, 4. AW. 2 UE AP AP BP Nein. Ja. Genau, das wollte ich die ganze Zeit machen, wenn ich das nächste Mal hier Pokémon spiele, hätte ich es fast vergessen. Na los. Zeig dich. Geschenk, zeig dich. 12 Flottbälle. Wow. Krasser Scheiß, jetzt sind wir reich.
Nice, diese 12 Flottbälle haben uns, die haben uns gefehlt. Okay, kann man Beutel, ne? Und dann gibt es einen Beutel Outfits oder so? Oder wo könnte man theoretisch sein Outfit ändern? Pokéball, Kampftasche, Bärentasche, Trainingstasche, TM-Tasche, Schatztasche, Basis-Item-Tasche. Geht das gar nicht? Achso, man kann nur in Boutiquen. Hoch, kannst du mir das auch mal schicken? Die 12 Flottbälle, das war, du müsstest das auch bekommen haben. Das war als Belohnung, wenn man sich das Spiel vorbestellt hat. Hat man per E-Mail von Nintendo so einen Code geschickt bekommen. Und den musst du dann da eingeben, dann bekommst du auch 12 Flottbälle. Ich dachte eigentlich, es wären 30 gewesen. Waren das nicht? Nur in Läden geht das, ne? Ja, okay. Ich dachte eigentlich, das wären 30 Flottbälle gewesen als Belohnung, aber anscheinend waren es nur 12. Muss mal nach Nintendo suchen in deinen E-Mails oder so. Hat eigentlich jeder Vorbesteller bekommen, so eine E-Mail mit so einem Code, als Vorbestellerbonus so gesehen. Okay, dann holt der Arme sich halt eben den Tod. Da kann ich jetzt auch nichts für, ne? Muss er durch. Ich bin ein Ass und ich kann sehen, dass du auch ein Ass bist. Oh Gott, wann habe ich das denn vorbestellt? Die E-Mail kam auch erst später. Kann ich in dem Screenshot sehen, wann bei mir die E-Mail kam? Warte mal. Ich glaube nicht, dass ich das Datum... Doch, 12. November. Am 12. November habe ich die E-Mail bekommen. Und den Bonus... für 12 Flottbälle steht hier, ja. Der Code ist noch bis zum 28. Februar gültig. Also ein bisschen hast du noch Zeit. Aber die E-Mail an sich habe ich am 12. November bekommen. Ich weiß nicht, ob das die allgemeine Auslieferung des Codes war oder ob ich zu dem Zeitpunkt das auch vorbestellt habe. Aber kannst ja mal, wenn du deine E-Mails nach Nintendo durchsuchst oder so, dann müsstest du das aber auch finden. Deinen Posteingang einfach mal nach Nintendo suchen und dann geht das bestimmt auch. Ein Ambidiffel, die Weiterentwicklung von Griffel. Hatten wir bis jetzt auch noch nicht, ne? So, oh Gott, wir werden von Hagelkörnern getroffen. Das tut aber weh. Als nächstes kommt ein Kadabra. Hab ihn, danke. Ja, sehr, sehr gerne. Sehr schön. War es bei dir auch der 12. November? Oder war es bei dir ein anderer Tag? Würde mich jetzt mal interessieren, ob das so der allgemeine... Die allgemeine Auslieferung des Codes war oder ob das irgendwie was mit der Vorbestellung zu tun hat. Ich glaube, ich weiß es nicht. Wir kämpfen weiter mit Panferno. Wir sollten eigentlich stark genug sein, dass wir jedes Pokémon mit einem Flammenwurf fast wegkriegen. Auch 12.11. Ja, okay. Nice. Chin-chin. Aber guck mal, obwohl er auch so eine dicke Jacke anhat, ne, friert er auch ganz schön. Was mich jetzt nochmal interessiert ist, bekommen wir hier auch mal coole neue Pokémon? Es sind trotzdem so ein Medite. Warum kommen denn jetzt nicht mal Eis-Pokémon oder so? Also da bin ich irgendwie so ein bisschen enttäuscht von dem Spiel. Irgendwie auf der... Wenn man die Untergrundhöhlen mal weglässt, gibt es hier nicht wirklich viele unterschiedliche Pokémon bis jetzt, ne? Das sind irgendwie immer nur die gleichen. Also so gefühlt auf jeden Fall. Irgendwie ist das merkwürdig. Obwohl jetzt mal ein Mashok kommt. Das Mashok können wir versuchen zu fangen. Ich glaube, wir haben noch keinen Mashok. Ich glaube, das Mashok ist nur registriert bei uns schon, weil ich es einmal geschickt bekommen habe zum Entwickeln, zum Machomai, ne? Aber ich glaube, ein eigenes haben wir noch gar nicht. Ich hoffe nicht, dass wir das noch groß stärken müssen. Schwächen müssen. Aber es ist halt instant rausgekommen. Wir versuchen nochmal einen Hyperball zu werfen. Und wenn das nicht funktioniert, dann versuchen wir es mal ein bisschen... Das ist halt das Problem, wenn wir so stark gelevelt sind. Ne? Wir können die Pokémon fast gar nicht mehr schwächen, ohne sie direkt zu töten.
Ja, okay, nice. Hat sich aber erledigt. Hatten wir gerade einfach nur Pech, dass es direkt instant wieder rauskam. Sehr schön. War mir jetzt nicht sicher, ob wir auf der Box wirklich schon einen Mashok haben oder noch. Aber spätestens jetzt haben wir auf jeden Fall eins. Ja gut, dann werde ich jetzt auch... Komm mal da hoch. Oh. Wo sollen wir denn jetzt lang gehen? Hier waren wir noch nicht. Ich dachte, wir wären gerade schon hier gewesen. Gelegenheit nochmal zu tauschen, Muffin. Also irgendwann die Tage. Aber sicher. Das machen wir. Aber natürlich. Oh, die fahren hier Ski. Wie cool ist das denn? Sollen wir das jetzt sagen, dass der Weg hier oben der richtige ist? Dann würden wir nämlich... Dann gehe ich erstmal gucken, was es nämlich hier unten noch so gibt. Obwohl, hier geht der Weg auch wieder hoch, ne? Oh Gott, ist der Schnee hier hoch. Okay, hier gibt es bestimmt auch ein Item irgendwo. Nee, warte mal, hier gibt... Hä? Wo soll man denn lang? Okay, da liegt aber noch ein Pokéball. Kommen wir irgendwie an den Pokéball dran? Mal schauen. Super, danke. Ja, nichts zu danken. Gar kein Problem, das machen wir. Ein Schlappohr. Ein Schlapp... Oh, ist das die Weiterentwicklung von Haspirohr? Vermutlich, ne? Bin da immer noch nicht so ganz fit bei den ganzen Pokémon. Aber das ist halt auch kein Eis-Pokémon, oder? Ist das nicht einfach nur von Typ normal? Auf jeden Fall reicht nicht mal ein Flammenwurf aus, um es zu töten. Das ist natürlich äußerst schade. So. Ich hasse es ja, ne? Wenn ich hier irgendwo rumlaufe und ich nicht weiß, wo es eigentlich lang geht und wo nicht und ob ich da nochmal Wege doppelt laufe oder ob man da direkt was mitnehmen kann. Achso. Okay, hat sich jetzt... Was ist mit ihm los? Also ich bin ja noch nicht oft in meinem Leben Ski gefahren, ja? Aber ich glaube, so sieht das nicht, normalerweise nicht aus, oder? Ich hätte ja ein paar Drogen genommen oder so. Auch zu viel Kaffee getrunken. Wer weiß. Aber soll er mal machen. Ich habe ja nicht so viel Ahnung vom Skifahren, aber ich glaube, normalerweise sieht das so nicht aus. Okay, ich glaube, wir haben oben jetzt tatsächlich schon alles gefunden. Jetzt geht's hier unten weiter. Das ist die richtige Haltung für einen Trainer. Und Marcel und Lisa, seid ihr immer noch am Weihnachtsdeko abbauen oder was macht ihr jetzt Schönes? Kann doch nicht sein, dass ihr immer noch da dran seid, oder? Habt ihr doch bestimmt schon fertig, oder nicht? Rechts oder links oder geradeaus? Ja, ich weiß, was du meinst. ja, ich weiß zwar gerade, was du meinst, aber ich glaube nicht, dass ich mich darauf freue. So viel haben wir doch nicht. Lisa meinte gerade, das sind Berge Weihnachtsdeko. Ist doch mehr, als ich dachte. So eine Scheiße. Aber wenn ihr jetzt fertig seid, ist ja gut. Sitzen auf der Couch und schauen so einen Idioten zu. Ey, ihr sollt doch mich schauen und nicht irgendjemand anders. Wir chillen mit Momo auf der Couch. Weißt du, da stream ich schon mal. Und ihr schaut irgendjemand anders? Das ist ja echt traurig. Laberkopf. Ja, die Lisa ist ein Laberkopf. Ja, ich weiß. Das stimmt. Lisa ist so ein richtiger Laberkopf. Oh. Nicht, dass uns nachher die Hagelkörner hier noch töten. Mogelbaum. Okay, da wechseln wir auf jeden Fall mal zu Garados. Doch, du freust dich. Nein, ich freue mich nicht. Nein, ich freue mich, glaube ich, nicht.
Nee, der Idiot, dem wir zusehen. Dem Momo oder was? Armer Momo. Ich weiß halt gerade echt nicht, wen ihr meint, ne? Ich komme einfach nicht drauf, wie... So stark ich auch... So sehr ich auch überlege, ich komme einfach nicht drauf, wen ihr meint. Keine Ahnung. Keine Idee. Keine einzige. Du siehst ihn auch ständig im Spiegel. Den Philo, oder was? Den sehe ich auch oft im Spiegel. Armer Philo. Mano, ich weiß, dass ich ein Idiot bin. Aber es tut mir auch nicht leid für euch. Da müsst ihr halt durch, seid ihr selber schuld. Obwohl, seid ihr nicht selber schuld, aber... Irgendwie doch. Wie enttäuschend. Aber überhaupt nicht enttäuschend, dass so ihr uns immer so viel Geld gebt. Wie viel Geld haben wir mittlerweile? 262.000. Wir sind reich. Wir sollten unser Panferno aber einmal noch mal heilen. Warum habe ich so viele Hypertränke? Ah, ich habe schon wieder vergessen. Schon wieder vergessen, Kraftwurzeln zu kaufen, ne? So. Wollte eigentlich Kraftwurzeln kaufen. Aber ich weiß auch gar nicht mehr, wo es die überhaupt gibt. So, komm, nächster Kampf. Ein Sneevil. Oh, ist das Sneevil shiny? Nee, leider nicht. Ansonsten hätten wir es ja auch töten müssen, wenn das shiny gewesen wäre. Ne, shiny Sneevil muss man töten. Das ist nämlich so ein doofes Shiny, das will keiner haben. Deswegen tötet man es, anstatt es zu fangen. Ich habe wieder vergessen, Kraftwurzeln zu kaufen. Ja, ich bin auf das Wort Kraftwurzeln nicht gekommen, deswegen habe ich noch überlegt, was ich eigentlich sagen wollte. Und dann kam das davor halt ein bisschen wiederholt raus. Kann schon sein. Maul, selber Maul. Dachte ich nur, das wäre so, weil ich von irgendjemand gehört habe, dass man es findet und töten kann. Weil es nicht so schön war, glaube ich, gehört zu haben. Vielleicht. Wenn du magst, kannst du dich hier ausruhen. Ey, cool, dann wären unsere... Dann hätte ich ja gerade den Hypertrank gar nicht einsetzen brauchen. Ich hab doch so wenig Geld, das war jetzt die pure Verschwendung. Diese Hütte hat zwar schon mal bessere Zeiten gesehen, aber fühle ich trotzdem wie zu Hause. Das war aus Versehen. Ach, herrje. Im Unterschied zu manchen Pokémon habe ich keine Speckschicht, die mich warm hält. Oh, ich aber. Deshalb trage ich mehrere Schichten Kleidung übereinander. So, dann lassen wir uns, dann wollen wir uns mal ausruhen. Bip, bip, bip. So. Bitte Flockentanz. Ein warmes Bett bringt warme Füße. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt da oben noch irgendwo was übersehen haben. Ich denke mal, wir haben auch auf den Brücken und oben alles mitgenommen, was man mitnehmen konnte. Und dass es jetzt hier unten dann einfach normal weitergeht. Ich kämpfe nie zum Spaß. Das ist keine Übung. Okay, go. Immer diese Ausreden. Meinst du jetzt die Nina damit, oder was? Aus Versehen. Er tötet das du's trotzdem. Aus Versehen, hin oder her. Als nächstes ein Mashok, da könnten wir jetzt theoretisch mal wieder unseren Staraptor einwechseln. Flugattacken sind gut gegen Mashok und wir sehen mal wieder ein anderes Pokémon.
Bam, 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 bada. Uns gleich ausreden. Ja, gib her. Ja, gib her. Jetzt möchte ich es auch haben. Wenn du es uns schon geben willst, dann will ich es jetzt auch haben. Ja, damit. Ja, als ob die das interessiert. Das glaube ich nicht. Dann gib bitte, brauche noch gute, um mich vom Lernen zu drücken. Ach, guck mal, da kommt ein Sneebel. Mal gucken, ob das shiny ist. Okay, ich höre schon auf, ich höre schon auf. Nicht, ich glaube nicht. Ich hab auch so schon andere Kratz, genug andere Kratzmöglichkeiten. Kann ich dir nicht helfen? Okay. Schade. Kann auch noch leere Versprechungen machen. Weißt du, zuerst sagen, sie gibt uns Ausreden und dann doch nicht. Und dann doch nicht. Leere Versprechungen. Ich habe hier schon genug andere Kratzmöglichkeiten für die und die gehen trotzdem an die Couch. Ich glaube nicht, dass der Ball oder dass dieses Gerät da jetzt noch einen großen Unterschied machen würde. Schlimm ist wirklich schlimm, ne? Wirklich, wirklich, wirklich schlimm.